schnellstiefste amerikanische Präsident muss wissen, was die Wurzel von 89 ist. Okay, gib mir meine Smart Wig. 9,43389112416380906 mal 6. Breaking Bad ist seit 2 Monaten vorbei und hat in unser aller Herzen und Leben ein großes, saftiges Loch hinterlassen. So saftig. Bryan Cranston, Vince Gilligan und der ganze andere Cast haben jetzt einen Dokumentarfilm über ihre Dreharbeiten veröffentlicht. Saftig. Der Film heißt No Half Measures und ist ein richtiger Nerd-Porn für Leute, die krasse Breaking Bad-Fans sind. Da gibt es ganz viel Behind-the-Scenes, emotionale Momente, den Einblick in die Produktion und man sieht, wie das Team über die Zeit zusammengeschweißt wird zu einem großen Tumor oder Siamese. Genau darum geht's in der Doku, aber Vince Gilligan hat nebenher auch ganz so nebenbei angedeutet, dass Better Call Saul, also das Breaking Bad Spin-Off, schon nächstes Jahr rauskommen soll. Yay! Saftig. Breaking Bad ist einfach Kult und hat jetzt auch einen recht krassen Effekt auf die Real World. Und zwar wird der Name Jesse immer populärer. Also ich habe gedacht, mehr Leute nehmen jetzt Meth als vorher. Nein, sondern ihr nennt ihr Kind einfach mehr nach Meth-Nehmern. Komm her, Meth! Meth Damon. Meth Damon. Laut der Website Baby Center haben Fernsehsendungen wie Breaking Bad die ganze Welt dazu inspiriert, ihren Kindern den gleichen Namen zu geben. Namen wie Skyler, aber auch Carrie und Brody aus Homeland oder auch Arya aus Game of Thrones sind immer beliebter geworden. Na ja, guck mal. Das ist ein Midget, der sich freut. Why? Es gibt ja auch nichts Liebevolleres, als sein Kind nach einem Meth-kochenden Junkie zu benennen. Ist ja auch ganz praktisch, dann kannst du dein Kind rufen, hey Jesse, lass mal kochen! Ja, meine Schwester hatte früher so einen Fisher-Price-Backofen. Jetzt kriegt sie so einen Fisher-Price-Meth-Lab. Also wenn ich meinen Sohn nach Game of Thrones benennen müsste, dann würde ich ihn auf jeden Fall Hodor nennen. Hodor! 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 Also ich würde meinen Sohn Dexter nennen. Man, wer hat denn nicht so einen kleinen, süßen Serienkiller? Voll knuffig. Komm her, Dexter! Ah, oh, so süß! Ah, oh, so süß! Du hast nicht erwähnt, dass du jetzt ein Messer gerade in deinem Hoden hast. Ich hatte ein Messer in den Hoden. Ja, der hatte dir in den Hoden geschossen. In den Hoden. Weil er ist nur ganz klein, wenn er rumrennt, ist er auf Hodenhöhe. Nach welchem fiktionalen Charakter würdet ihr eure Kinder benennen? Vielleicht Batman. Batman, hör auf, Sand zu essen! Lass es! Robin, ja. Batmans Eltern sind tot. Das heißt, du bist technisch jetzt auch tot, wenn du sein Vater bist. Du hast es. Nee, du hast das doch gesagt. Du hast Batman gesagt, hör auf, Sand zu essen. Deswegen bist du Papa und nicht ich. Deswegen bist du tot. Was für eine geniale Kausalkette! Sony hat einen Patenteintrag für eine intelligente Perücke eingereicht. Genau, und dieser Eintrag, der beschreibt die sogenannte Smart Wig. Und die kann man zusätzlich zum normalen Haar tragen und das macht dann ganz schlau. Steve, hast du eigentlich auch schon den Smart Bart? Ja, den trage ich zusätzlich, um noch extra Schläue zu bekommen. Smart Wig! Was zum Fick? Was will ich denn damit? Intelligente Perücke! Aus was für einem Scheiß wollt ihr bitte noch Gadgets machen? Was kann die überhaupt, die Perücke? Sensoren in der Perücke sollen denn drahtlos mit anderen Geräten kommunizieren können. Dann kann man zum Beispiel die Augenbraue hochschnuppeln und dann, das heißt schnuppeln, und dann dadurch Präsentationen vor und zurück sliden. Ist das nicht cool? Ich mach das mal schnell. Hat's funktioniert? Aber ich bin jetzt 3 Seiten weiter. Jetzt hast du gerade eine komplett neue Präsentation erstellt. Sony spekuliert, mit Spekulatius, dass das sogar erfolgreicher wird, als Technik in der Kleidung zu haben, weil jeder will natürlich Elektronik in den Haaren. Genau. Denn es wäre ja voll scheiße, Technik in den Klamotten zu haben, weil die wäscht man ja im Gegensatz zu Haaren. Die wäscht man ja nicht und deswegen ist es völlig cool. Smell it, bitch. Weißt du, wie das riecht? Saftig. Vor allem, wo hört das auf? Macht denn Apple auch sowas, so mit durchgestylten Haaren immer in weiß und alle paar Monate fallen sie aus und man muss sich neue kaufen? Oder ist die Technologie am Anfang noch so komplex, dass jeder einen Afro tragen muss, weil das nicht alles in eine normale Frisur reinpasst? What the fuck, Sony? Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie man dann die PS5 mit seinen Haaren steuert. Komm, Steve, wir spielen Call of Duty. Piu, 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 piu. Zucken! Springen! Nach links! Das ist rechts! Das ist links! Oh, shit! Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal zum Friseur. Wer diese Smart Wig sehr gut gebrauchen könnte, ist Lindsay Lohan. Oh, und warum? Weil sie dumm ist. Oh,
Ich habe keine weiteren Fragen. Sie möchte jetzt Rockstar Games verklagen, weil sie der Meinung ist, dass GTA 5 ihrem Image geschadet hat. Ich meine, wie kann man denn noch weiter den Image schaden? Sie hat den Ruf als Drogensüchtige, die einfach nur Unfälle baut und sich durch die Gegend vögelt und sich sonst was reinspritzt. Und dann kommt das Gericht und sagt, yo, mach mal hier einen Zug. Und dann macht sie einen und spritzt sich weiter irgendeine Scheiße in die Venen. Also ich meine, es ist ehrlich gesagt ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Grund für die Klage ist unter anderem, dass sie der Meinung ist, dass die blonde Frau auf dem Cover des Spiels ein Bild von ihr ist. Aber wir meinen, ja, sie sieht vielleicht der Lindsay Lohan aus Mean Girls ähnlich, aber die einzige Person, die ihr auf dem Cover jetzt ähnlich sieht, ist Trevor. Ja, das stimmt. Es geht aber jetzt nicht nur um die Olle auf dem Cover, sondern im Spiel muss man ja auch noch eine Berühmtheit vor der Paparazzi retten. Lindsay Lohan ist der Meinung, das ist sie auch. Und man muss einem Star beim Sex fotografieren. Sie ist auch der Meinung, dass sie das ist. Eigentlich meint sie, dass jede blonde Frau in jedem Spiel ever eigentlich sie ist. Ich finde auch sowieso, es ist bestimmt lustig, wenn jede blonde Frau der Welt jetzt Rockstar verklagt, weil da kommt eine blonde Frau vor und sie fühlt sich angesprochen. Ich verklag sie auch. Ich finde, sollte sowieso alles verklagen. Ich bin brünett, ja. Also verklage ich alles, wo irgendwie eine brünette Person... Ich finde, ich sehe Michael sehr ähnlich. Nein. Auf jeden Fall hört sich's nach einer ziemlich dummen Klage an. Ich vermute, dass sie es einfach nur macht, um weiter Aufmerksamkeit zu kriegen oder Geld. Weil, was hat sie schon in letzter Zeit gemacht? Keine großen Filme, nichts Besonderes. Und Kohle hat Rockstar auf jeden Fall viel gemacht. Mit GTA 5 haben die erstmal ihren Donutspeicher vollgepumpt. Mit Schenken. Weißt du, wovon es überhaupt nicht genug gibt, Rick? Sex mit mir? Ja, Superheldenfilme. David Goyer, der Autor von unter anderem der Dark Knight Trilogie oder Man of Steel, soll jetzt für DC ein paar neue Superheldenfilme entwickeln. Aber zur Abwechslung werden die mal etwas weniger kosten. Also low budget, keine mega super krassen Fucker Blockbuster. Boah. Die Filme sind zum einen Suicide Squad, da geht es um super Bösewichte, die gefangen wurden und dann im Austausch für ihre Freiheit für die US-Regierung irgendwelche mega coolen Heldenmissionen machen. Also Bösewichte, die dann zu Helden werden. Das hört sich eigentlich geil an. Der zweite Film ist Deathstroke, ein Supersoldat, der als Auftragskiller und Söldner arbeitet. Der dritte Film ist Team 7, das ist die Geschichte einer verdeckt operierenden geheimen Militäreinheit der US-Regierung, SHIELD. Was? Nein, nicht SHIELD, es ist Team 7. Ach so. Und zu allerletzt Booster Gold, da geht es um einen zeitreisenden Footballspieler aus dem 25. Jahrhundert. Kann erstmal dumm sein, aber würde vielleicht ganz lustig sein, wenn es dann darum geht, dass der Footballspieler in die Zeit zurückreist und hier Hitler mal so einen Touchdown verpasst oder einen Tackledown. Wie, ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Ich meine Football. Ich kann mir für die Rolle des Footballspielers super gut Terry Crews vorstellen. Ich meine, das wäre doch so lustig, dieser riesen muskulöse Schwarze, der einmal super fett grinst und auf der anderen Seite wieder super böse gucken kann und völlig überdreht ist. Da könnte man bestimmt einen super lustigen Film draus machen. Ich finde auch, dass sich das ziemlich cool anhört, aber muss natürlich sagen, dass diese Helden alle relativ unbekannt sind. Deshalb ist natürlich klar, dass sie nicht so viel Geld zur Verfügung haben. 20 bis 40 Millionen werden die Filme kosten. Superman zum Beispiel hat 225 Millionen gekostet, aber es ist halt Superman, dass der Film das Geld wieder einspielt, ist da wesentlich wahrscheinlicher. Würdet ihr diese Filme gucken, auch wenn die Helden etwas unbekannter sind, dafür aber natürlich etwas abgedrehter wie ein zeitreisender Footballspieler? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Mich interessieren die Filme mehr als andere, die kommen von Marvel und DC. Ant-Man. This is fucking awesome! Wir können eigentlich nicht singen. Doch Steve hat einen fucking Schlauch im Mund. Also müssen wir übernehmen und auf Sachen hinweisen. Denn das hier ist die Endpart. Dort unten findet ihr zwei Videos. Und da drüben könnt ihr abonnieren. Und Social Media Gedönskel-Dingsbums ist in der Videobeschreibung. Und ich werde jetzt Bitch sagen, denn dann ist es ein Rap. Bitch! Freestyle ist geil, ich bin voll der krasse Checker und die beiden sind voll die Duschen, denn er hat einen Schlauch im Mund. Ihr könnt aufhören, ich hab meinen coolen Part beendet. Ich bin cool. Komm nicht mehr raus, ich bin kaputt. Don't think too much, that beat is sick. I wanna take a ride on the disco stick. Yeah. Ich habe so viele Haare im Mund. Ich habe ja immer gedacht, dass die Frau auf dem Cover eigentlich Kate Upton sein soll. Wer ist das? Oder? Wer ist das? I'm about to blow your mind with
Boobs. Die Brüste sehen auch recht natürlich aus.